Moin moin und herzlich willkommen zurück im Snoo Hospital, immer noch im Epidemie-Event, welches wir seit einiger Zeit hier auf dem Kanal spielen. Ja, beim ersten Mal hat es leider nicht funktioniert. Warum nicht? Ja, das war eine gute Frage. Knapp dran vorbeigeschossen. Na, wir sehen das oben links in dem Bereich. Da sehen wir jetzt beim zweiten Mal, dass wir natürlich auch erst 50% der Patienten, die hier im Rahmen dieses Events angekommen sind, behandelt haben. Und wir haben nur noch 4 Minuten Zeit. Jetzt möchte ich nicht unken, aber ich vermute, dass das doch schon wieder eine enge Geschichte wird. Und dass das alles wieder nicht so richtig läuft, wie wir uns das eigentlich vorstellen. So, und der Eberhard Vogt beispielsweise ist Teil des Ganzen. Wir sehen das hier an dem Profilbild. Telefon plus das hier weiße Kreuz zeigt, er ist ein Behälter von einem Event. Also Behälter ist wahrscheinlich die falsche Übersetzung ins Deutsche. Ja, also zumindest ist er Teil dieses Events. Und leider haben wir erst 50% der Patienten geheilt. Und in 4 Minuten... Also in 10 Minuten, quasi 11 Minuten, und in 4 Minuten weitere 50% zu heilen, wird doch schwierig, möchte ich meinen. Wird vermutlich schwierig. So, zumindest sind wir uns schon mal sicher, dass der hier das alles hat. Und wir sind uns auch sicher, dass die primäre Peritonitis hat, was natürlich gar nicht mal so gut ist. Fieber haben wir offensichtlich schon gemessen. Und jetzt kriegt er noch diese Medikamente, damit wir dafür sorgen, dass er wieder auf die Beine kommt. Aber ob das in den nächsten 4 Minuten passiert, ich wage es zu bezweifeln. So, Alexander Karnis, den haben wir auch schon aufgenommen. Beim letzten Mal den Urintest noch angewiesen. Jetzt warten wir noch auf das Ergebnis der Blutuntersuchung. Aber das ist alles nur, um ihn zu überwachen. Wir sind da eigentlich schon auf einem guten Weg. Und ja, ich hoffe, dass bis morgen früh, 22.41 Uhr haben wir jetzt, er dann auch gesundet ist, aber es kann natürlich heißen, dass das nicht mehr innerhalb dieser 4 Minuten, die wir noch haben, passieren wird. Ja, und auch hier warten wir jetzt wieder auf Untersuchungskapazitäten. Ja, und viele wollen schon wieder gehen, weil sie einfach zu lange warten. Er ist aber nicht Teil des Events, das ist schon mal gut. So, gucken wir mal, wo sitzt er? Hier, der nette Herr. Der wartet. So, also, jetzt hatte er kurz einen Arzt zugewiesen bekommen. Wir warten aber trotzdem noch auf die mikrobielle Kultivierung. Ja, und da ist irgendeiner von den ganzen Jungs und Mädels hier gerade dran. Schauen wir nochmal rein. Hämatologielabor. Ja, hier haben wir noch eins. Und hier haben wir die Mikrobiologie. Können wir nochmal nachts jetzt einen reinsetzen. Na, aber es sind natürlich alles Lohnkosten, die wir haben, bei derzeit noch nicht genügend Patienten wieder. Wir waren dann mal über 100, die pro Tag hierher gekommen sind. Durch den Wechsel der Krankenkasse ist das dann wieder runtergegangen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. So, Biochemie. So, jetzt haben wir noch eine eingesetzt. So, und jetzt muss ich auch noch mal ganz kurz wieder in meinen Gefahrenbereich. Da kommt schon einer in Rot. Heinrich Hefti. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an, was er denn hat. Bluttest braucht er. Dann braucht er Überwachung ganz dringend. Wissen wir noch nicht ganz genau, was er hat. Aber in jedem Fall eine ansteckende Krankheit. So, das heißt, da schicken wir ihn auch direkt nach oben. Isolationsstation, Aufnahme, auf geht's. Es ist zwar nicht hoch ansteckend, aber wir haben offensichtlich keine Betten mehr frei. Und ja, den nehmen wir jetzt mit nach oben. Ist auch nicht Teil des Events.
Aber ich sehe da schon kommen, der macht nämlich sonst gleich den Abgang. Ja, dreimal Chirurgie. Gut, hier warten wir auch drauf, dass die Ergebnisse gleich kommen. Und Konstanze. Konstanze ist immer noch Teil des Events. Und leider wissen wir bei ihr noch nicht, was sie hat. Gucken wir mal rein. Ich habe das gerade noch mal im Ladebildschirm gelesen. Hier kann man jetzt draufdrücken und mal gucken, was denn Konstanze noch haben könnte. Und anhand dessen könnte man jetzt herausfinden, wie man an bestimmte Dinge rankommt. Jetzt gucken wir mal, was wir bei ihr schon alles gemacht haben. Mikrobielle Kultivierung haben wir schon gemacht. So, Erbrechen. Magenmittel, unwillkürlicher Ausstoß, Mageninhalt. Körperliche Untersuchung haben wir bei ihr eigentlich auch schon durchgeführt. Abdominales Abtasten haben wir das schon gemacht. Jo. Fieber messen. Also eigentlich haben wir bei ihr schon alle Untersuchungen, die die Symptome aufdecken könnten, durchgeführt. CRP-Test. Tja. Gucken wir hier oben nochmal rein. Was könnten wir da noch machen? Eine Sono haben wir, glaube ich, auch schon gemacht. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Körperliche Untersuchung, abdominales Fehlbemessen, ja. Magung, Magenmittel, körperliche Untersuchung. Ja, Blutabnahme können wir auch nochmal machen. Dann machen wir noch eine Auswertung. Ja, das wird aber zeitlich alles mega knapp. Wobei, also eigentlich können wir das ja hier ausschließen. Weil hier haben wir ja schon alle Untersuchungen durchgeführt. Heißt, wir können sie jetzt hier zur Chirurgie hinzuweisen. Dann machen wir die Laparoskopie und nehmen sie auf die Überwachungsstation, weil auch da bereits alles weitere voll ist. Ja, Ausschlussprinzip zum Schluss. Helmut Wiesel, guck mal, der ist zum Beispiel jetzt auch Bestandteil des Events. Gut, Rinderbandwurm. Ich glaube, dafür muss er nicht aufgenommen werden. Das ist auch eher Teil der Notaufnahme. Könnte man ihn eigentlich wieder zurückschicken. Kriegt er den Spaß hier und kann ab nach Hause. Gucken, kriegen wir zumindest nochmal einen weg von den Jungs. Ja, der geht auch ganz beschwingt. Schalalalalala. Ich kann nach Hause, hab nur einen Rinderbandwurm, 5,5 Meter in meinem Darm, mal gucken. Irgendwie so. Ich glaube, wenn mir irgendwer erzählen würde, dass ich einen Bandwurm in mir habe, das würde mich, glaube ich, erstmal schockieren. So, ist er denn? Da geht er gerade. Oh, wow, hier ist auch schon wieder schmutzig. Warum ist das hier so schmutzig? Labore, da muss ich dann nochmal gucken nach den Korridoren. Oder habe ich das hier in dem Bereich? Nee. Warum sind denn jetzt hier die... Oder ist das noch Notaufnahme? Nee. Guck dir das an. Da habe ich hier... Das ist Folge 89, wenn mich nicht alles täuscht. Und entweder der Bereich hier ist gerade irgendwie wieder rausgerutscht. Aus irgendwelchen Gründen. Aber ist doch nicht zu fassen. Mega schmutzig da. Und das fällt mir zum Folge 89 auf. Ist doch nicht zu fassen. So, komm Junge, lass dich mal aufrufen.
Ja, und an der Stelle auch nochmal gesagt, jetzt kommen wieder eine ganze Menge Folgen von Timberborn im Early Access, das spielen wir ja auch. Und falls euch das gefällt, genauso wie das Spiel, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr auch da mit mir schreibt und die Kommentarfunktion nutzt, möglicherweise auch ein Like da lasst, darüber freue ich mich natürlich auch noch ganz besonders. Und ja, gerne auch, was ihr sonst noch gerne mal sehen wollen würdet. Mehr vom Microsoft Flight Simulator, ja, kommt demnächst. So, hier haben wir jetzt die Urinprobe als letztes abgebacken. So, und das hier, da müssten wir jetzt einfach noch mal reingucken. Also ich müsste das jetzt wirklich häufiger machen. Hier einfach mal hier reingucken, das machen wir jetzt auch. Jetzt könnten wir hier noch ausschließen. Wobei sie ist ja schon eingewiesen. Jetzt können wir hier nochmal gucken, was wir denn machen können, um bestimmte Dinge herauszufinden. Sie hat schon 3 Seiten voll mit Untersuchungen, die wir durchgeführt haben. Schauen wir hier nochmal. Mikrobielle Kultivierung haben wir gemacht. Abdominales Abtasten haben wir auch gemacht. Was haben wir hier? Antipyretika, Stuhlanalyse haben wir auch gemacht, möchte ich meinen. Die machen wir ja mittlerweile fast bei jedem Patienten. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Stuhlprobe. Ja, komm. Körperliche Untersuchung haben wir auf jeden Fall. Was haben wir hier? Körperliche Untersuchung, ja, Befragung, nochmal Befragung. So, und dann können wir mal gucken, was wir hier gegebenenfalls noch finden könnten. PCR-Test haben wir den gemacht. Nö. Großes Blutbild. Überprüfung der Sprache, haben wir das gemacht? Nö, können wir auch nochmal machen. Ja, gucken wir mal, wie es bei ihr weitergeht. Wollte aber erstmal bei Herrn Helmut Wiesel bleiben, weil den können wir jetzt nach Hause schicken. Da geht er, das Wiesel. So, da geht er jetzt auf Weiß und kann dementsprechend nach Hause. So, 60% geheilt. Wenn er das jetzt ist, 60%. Also theoretisch müssten wir doch jetzt eigentlich nur noch dafür sorgen, dass wir 4 von den Typen nach Hause schicken mit Diagnose. Dann hätten wir es geschafft, ne? Ja. Also, theoretisch müssten wir, wenn ich das richtig sehe, 10 Patienten heilen, wenn er von einem auf den anderen auf das geht. So, hier wird geschockt und defibrilliert. So, das war kurz mein Wecker. Ja, siehst du, in dieses Diagnosetool müsste man viel häufiger reingucken. Hat ein Symptom aufgedeckt. Das ist da auch schon mal sehr gut. Was denn? Ja, gut, dass er das jetzt hat. Blutvergiftung, ja. Das wissen wir ja. Hier, ja gut, da kann man noch mal reingucken. Bluttest haben wir, glaube ich, gemacht bei ihm. Was können wir noch machen? Körperliche Untersuchung, ja, Magenmittel, ja. Stuhlprobe, mal gucken. Das wäre so das Letzte, was wir noch bei ihm machen müssten. Aber haben wir bestimmt schon. Aber ausschließen möchte ich es nicht, so viele Patienten, wie wir hier haben. Also eigentlich haben wir alle
Dinge einmal durch. Nierensteine, komm. Abgeschlossen, Urinuntersuchung, Testpatient war darauf, dass du weitere Behandlung an oder so ihn nach Hause schickst. Ja, ich möchte sie gerne nach Hause schicken. Eingewiesen, wartet auf Bett. Ja, haben wir zu viel offensichtlich. Ja, Leute, ich befürchte, dass das wieder nichts wird in dieser Folge. Aber ich habe eine Idee, wie man das jetzt schneller machen kann. Ja, das ist auch in Ordnung. Franziska Bram schläft. Dann müssen wir warten, bis das fertig wird. Kann sie ja schlecht nach Hause schicken, einfach. Körperliche Untersuchung, ja. Ja, guck mal, also das ist alles hier gelaufen. Dann gucken wir nochmal rein. CRP-Test könnten wir noch machen bei ihm. Wenn wir das nicht schon gemacht haben. Haben wir schon gemacht. Okay. Was haben wir noch? Befragung. Fieber messen. Und hier abdominales Abtasten. Körperliche Untersuchung. Na klar. Abdominales Abtasten haben wir wahrscheinlich schon gemacht. Fieber messen haben wir natürlich auch schon gemacht. Weiß jetzt nicht, ob man jetzt hier noch kommt, eine Auswertung können wir noch machen. Aber er kriegt ja auch schon alles, ne? Wartet jetzt auf die OP. Oder ist sie schon abgeschlossen? So, ein weiteres Symptom. Pankreatitis. Ja, aber auch da ist es wie immer. Nicht wegschicken. Aufnahme. Überwachungsstation. Ja, wir haben einfach keinen Platz mehr da oben. Das ist, weil ich die hier ja, zugemacht habe, die Station. Und weil ich ja hier am Umbauen bin. Da muss ich auch nochmal mit weitermachen, ne? Mit dem Umbau. Allerdings weiß ich noch nicht genau, wie ich mir das hier gedacht hatte. Ja, auf jeden Fall ist die Station hier schon mal ganz gut ausgelastet gewesen. Na, also, so, jetzt müssen wir mal gucken. Da habe ich ja dran gebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einfach weiterbauen wollte, um dann die Dinge ein bisschen zu verschieben. Hier würde ja theoretisch auch noch ein Bett reinpassen. Ne? Können wir mal ganz kurz reingucken. Krankenhausbett. Normal. Ja. Mehr haben wir kein Geld. Aber einen schicken Nachttisch kriegt er zumindest. Und dann gibt es natürlich noch hier den Bettensockel. Ja. Und so haben wir zumindest schon mal ein weiteres Bett geschaffen. So, jetzt nehmen wir hier. Jetzt müssen wir die Wände nochmal angucken. Wie sehen die denn da aus? Ja, ganz normal. Und hier das Ding. Das da mal ran an die Seite. So, jetzt muss ich wieder mal die Perspektive ganz kurz wechseln. Ja, das habe ich, glaube ich, vor 20 Folgen oder so habe ich angefangen, hier die Station umzubauen und seitdem ist die auch einen Ticken weiter unten angesiedelt.
mit unten angesiedelt, meine ich, dass sie weniger stark ausgelastet ist. Ja, das passt. Ah, da ist ein Fenster im Weg. Muss das Fenster eben noch entfernen. Warte, Fenster. Jetzt können wir das auch mitnehmen. Okay, passt. So, und dann müsste ich das hier nämlich auch noch mal kurz entfernen. Möglicherweise auch noch die Tür, weil dann passt da natürlich noch eine rein. Dann möchte ich ganz gerne noch ein weiteres Bettchen haben. Nachttisch. Und auch hier der Bettensockel. So, und dann gucken wir auch hier noch mal rein. Da passt dann nämlich noch eins hin. So, jetzt der Bettensockel. Ja, komm, erstmal der Nachttisch. Weiß gar nicht, warum er jetzt hier das nicht mehr anzeigt. Ist da noch irgendwas im Weg? Müsste doch eigentlich anzeigen jetzt hier, wenn ich auf Nachttisch klicke. Strange. So, und die Tür, die werden wir jetzt noch versetzen. Genau, das Ding kommt auch weg. Tür kommt dahin. So, dann hätte ich ganz gerne jetzt hier noch den Bettensockel. Och, Mensch, Kinder. Ach, na klar. Zeigt er mir natürlich nicht an, weil ich das Ding gerade nicht ausgewählt habe als zukünftige Station. Können wir mal eben machen. Wir sind ja hier auf der Chirurgie, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hier wird ein ganz normales. Wo haben wir es hier drüben? Ein ganz normales. Eine ganz normale Station. So. Ja, jetzt ist die Frage, kommen die da überhaupt durch? Wenn ich das hier so gegenüberstelle. Na, müsste aber eigentlich, ne? Boah, wir werden es gleich mal sehen. Doch, aber hier klappt es ja auch. Also gehe ich davon aus, dass es hier vorne auch klappen würde. Gehen wir mal davon aus, dass das klappt. So, aber dann könnte man doch hier vorne. So, in welche Richtung habe ich mich jetzt gedreht? Ja, das ist richtig. Könnte man doch hier vielleicht noch so ein Bücherregal oder irgendwas anbringen. Gut, da nicht, aber hier vielleicht. So. Ja. Wer weiß, so in der Art. In jedem Fall haben wir nur noch 2 Minuten, Leute. Es sind nur noch 2 Minuten. Und klar kriegen wir, wenn wir die alle behandelt haben, genügend Geld, um mal wieder ein bisschen was zu machen hier, aber...
Mikrobielle Probe. So, Antibiotika, komm, auf geht's. Dennis Hufnagel, da ist er wieder. Hat immer noch versteckte Symptome. Gucken wir nochmal rein. Was können wir noch machen? Körperliche Untersuchungen haben wir, glaube ich. Aber auch Stuhlanalyse und abdominales Abtasten. Für jede Stuhlprobe 1 € und ich wäre reich. So viele Stuhlproben, wie wir hier schon untersucht haben. Ja, aber es passt, denke ich. So. Angiografie. Maike. Ja, da kommen wir dem Ganzen natürlich noch nicht so richtig näher, ne? Aber wir warten ja noch auf bestimmte Dinge. Es wäre auch schön, wenn man das jetzt hier noch einen Ticken verschieben könnte in der Priorisierung. Ja gut, du kriegst jetzt Antibiotika und dann ist erstmal alles gut. So, 60%. Nur noch 1 Minute 55, das wird nichts. So, dann nehme ich nochmal einen Schluck von meinem kalten Kaffee. So, was hat er hier? Gut, Nahrungsumstellung. Weitere Untersuchungen anordnen. Nö, eingewiesen schläft. Müssen wir erstmal, glaube ich, nichts weiter machen. Wir warten jetzt drauf, dass die mikrobielle Kultivierung und der Rest da passiert. Gucken wir bei Philipp Müller nochmal rein. Den müssten wir doch jetzt gleich mal nach Hause schicken können. Ja, damit erfolgt. Oh, 70% geheilt. War der Teil des Problems? Weiß ich gar nicht. Och, Laura. Ja, jetzt gibt es Antibiotika. Wer liegt hier rum? Ach so, das ist sie. Eberhard. Was sollen wir tun? Nix erstmal, ne? Jo. So, Laura Pfeiffer ist mittlerweile rot. Jo, okay, Michael. Dann gehst du halt. Zurück zu Laura. Wo ist Laura? Da ist Laura. Na gut. Och, Maike auch noch. Jetzt kollabieren sie wieder alle. Was ist denn mit euch? Und die will auch gehen. Mensch, was ist denn mit euch? Hier, Fußcreme gibt's jetzt. Da. Wir wollen ja nicht so sein, ne? Einfach aus Unlust zu sagen, ach na gut, 51%, 50-50 Chance sozusagen. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz 50-50, aber. Gut, sie wartet da noch auf bestimmte Dinge. Vielleicht können wir sie ja ein bisschen beschleunigen. Aber auch sie ist Teil des Problems. Jetzt ist sie im Koma gelandet. Schon verrückt. Aber es läuft alles so ein bisschen auf ja, überwiegend Chirurgie hinaus, ne? Kann aber alles sein. 4%. Ja, 1 Minute noch. 3 Patienten müssen wir noch heilen. Das Problem ist, dass ich hier gar nichts mehr machen kann. Die müssen jetzt einfach gesund werden. Och, warum kollabiert ihr denn jetzt alle? Das ist ja nicht zu fassen.
So, der liegt ja schon da. Sie liegt ja auch schon hier. Komm, jetzt das nochmal auf jeden Fall. Wow, Wahnsinn. Infusion gibt es jetzt noch. Jetzt gucken wir nochmal rein. Wie kriegen wir denn jetzt den Unterschied raus zwischen euch beiden hier? Infusion, ja. Temperaturmessung. Was können wir noch machen? Körperliche Untersuchung haben wir schon gemacht. Analgetika. Also, wir können ja gar nichts mehr machen. Wir warten jetzt drauf, dass das hier passiert. Ja, ich würde sagen, es ist noch nicht ganz ausgeglichen von den Ärzten, von den Kapazitäten her. Also irgendwie passt das gerade noch nicht ganz. Ein Bett für die körperliche Untersuchung ist belegt. Warum? Ja, was soll man machen? Dennis. Ja, wir warten jetzt drauf, dass die letztendlich eigentlich alle gesunden. Problem ist, dass es nicht so schnell funktioniert. Zumindest nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Ja, und jetzt haben wir noch 13 Sekunden und das Event wird wieder scheitern. Leider Gottes. Laura Pfeiffer. Achso, die haben sie wieder runtergebracht ins Traumazentrum. Okay. Ja, müssen wir nochmal reingucken. Was können wir denn bei dir jetzt noch untersuchen, Laura? Das kann natürlich auch die Salmonellose sein. Salmonellose. So. Ja, aber hier warten wir noch auf die Ergebnisse. Boah, hilft jetzt nichts. Müssen wir erstmal abwarten, bis die da sind. So, 10 Sekunden. Ja, ich empfinde immer persönlich Enttäuschung, wenn solche Events dann nicht funktionieren. Schauen wir nochmal in die Statistik rein. Täglicher Profit, ja, könnte besser sein. Aber die Patientenzahlen sind jetzt wieder normal, wie wir vorhin gelesen haben. So, und damit ist das Event gescheitert. Kostet uns nochmal 5000. Kleine Strafe obendrauf. Tja, mehr als ärgerlich. Mal wieder mehr als ärgerlich. Asbestose oder... Okay, Junge, das wird wahrscheinlich das hier sein. Schicken wir ihn mal zur... Nein, möchte ich nicht. Ich möchte ihn gerne zur Inneren schicken. Ja, meine Lieben, das soll es schon wieder gewesen sein, auch wenn wir jetzt einen neuen roten Patienten haben. Hashimoto Thyroiditis geht quasi zur Chirurgie, alles in Ordnung. Ja, soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich werde es wieder versuchen. Wir werden ein weiteres Event durchführen und ja, ich muss vielleicht nochmal einen Kredit aufnehmen. Jetzt sind wir schon bei 300.000, aber es geht immer noch ein bisschen mehr, vielleicht geht es auch bis 400.000. Ja, wir müssen hier ein bisschen umbauen, mehr Kapazitäten schaffen. Es hilft alles nichts. Also, wenn es euch gefallen hat oder ihr Tipps habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gerne auch ein Like nach oben, also einen Daumen nach oben, um den Like zu zeigen. Ja, und wenn ihr noch kein Abo habt, dann drückt auch gerne auf den Knopf. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.